Meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Oberbürgermeisterin, zunächst mal vielen Dank für die wie immer sachliche und objektive Tagungsleitung. Der Kölner Büttenredner Karl Küpper, meine Damen und Herren, ist einer der wenigen, die es geschafft haben, nicht nur zu Lebzeiten einen gewissen Ruhm zu erlangen. Und das zu einer Zeit, als Karneval noch größtenteils live, also nicht im Fernsehen oder im Radio stattfand. Was Karl Küpper aber zu einer Ausnahmeerscheinung machte und heute mehr denn je machen würde, ist seine Unangepasstheit. Sein Unwille, als Karnevalist im urtümlichsten Sinne, sich in den Dienst der jeweils Herrschenden zu stellen. Ja, sein Mut, sich ihnen entgegenzustellen und das völlig ungeachtet ihrer politischen Couleur und ihrer Macht. Karl Küpper, meine Damen und Herren, ist der Anti-Mitläufer und das unterscheidet ihn wohltuend von all den Krämerseelen, die letzte Woche sein Erbe für sich in Anspruch genommen haben. Nicht nur die Nationalsozialisten mussten seinen beißenden Spott fürchten und bekämpften ihn dafür. Nicht nur von ihnen wurde er mit einem Rede- und Auftrittsverbot belegt. Nein, auch nach dem Krieg im vermeintlich entnazifizierten Köln war Küpper den Herrschenden ein Dorn im Auge. Und so wurde er 1952 unter Mitwirkung von Bundeskanzler, Bundesinnenminister und der Kölner Karnevalsobrigkeit erneut vom offiziellen Karneval ausgeschlossen. Wie kaum eine zweite widerlegt die Vita Küppers, die mehr vom obrigkeitskritischen und unangepassten Kölner Karneval und offenbar sie mehr, als dass man mehr als zu allen Seiten bemüht war, sich dem herrschenden Zeitgeist an den Hals zu werfen, ohne Rücksicht auf Verluste. Seine Geradlinigkeit machte ihn unter allen Herren Schwierigkeiten und ihn selbst hat sie so einem Heimatlosen in seiner eigenen Heimat gemacht. Die SPD verließ er nach kurzer Zeit wieder, weil er das Gefühl hatte, von ihr instrumentalisiert zu werden. Und auch bei der FDP hatte er wohl nur ein sehr kurzes Gastspiel. Es ist also vielleicht etwas vermessen, wenn sich die Altparteienriege hier jetzt zu den Bewahrern seines Erbes aufschwingt. Dann, meine Damen und Herren, denn dann müssen Sie sich auch fragen lassen, warum es für so einen großen Kölner bisher nicht zu mehr gereicht hat als zu einer Plakette und zu einem kleinen Plätzchen in der Stadt. Da gewähren Sie ja sogar einem Karl Marx mehr Andenken, wie wir letztes Jahr gesehen haben. Im politischen Umgang mit Verstorbenen ist natürlich eine gewisse Zurückhaltung geboten. Politische Vereinnahmungen verbieten sich da. Jemand, der vor fast 50 Jahren verstorben ist, den kann man schwerlich in die politische Farbenlehre der Gegenwart einsortieren. Und das wollen wir ausdrücklich auch nicht tun. Aber vielleicht lassen auch Sie besser die Finger davon. Es geht hier nicht um Gesinnung. Wir möchten Karl Küpper für seine Haltung ehren, für seinen Mut und seine Unangepasstheit. Drei hervorstechende Eigenschaften, die man in Deutschland und in Köln in den letzten 100 Jahren leider allzu oft vermissen musste. Es wechseln vielmehr nur die Farben der Herrscher, die Farben der Mitläufer und die Farben der Opposition. Und so heißt es auch in einer Rede Küppers aus der Nachkriegszeit, ich zitiere, die Sonne brannt wie im Frieden, ja, wenn man blond ist, wird man rot, wenn man schwarz ist, wird man leicht braun und wenn man braun ist, wird man wieder schwarz. Aber das ist nur die Sonnenschuld. Meine Damen und Herren des Kölner Rats, es geht heute darum, vor der Geschichte einen großen Kölner zu ehren, der jede Ehre verdient hat. Es geht um zeitlose Qualitäten wie Aufrichtigkeit, Mut und Geradlinigkeit. Und es geht ausdrücklich nicht um parteipolitisches Kleinkein. Machen Sie also bitte auch keines daraus und stimmen Sie für unseren Antrag. Vielen Dank.